Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein Wandelbuch für euch, passend zur Jahreszeit, mit einem Hauch von Halloween, ein kleines bisschen unheimlich geheimnisvoll. Ich habe ein altes Notenbüchlein benutzt, Musikperlen für die zweite Zither. Das hat den Vorteil, dass es schön schmales, vernünftiges Papier, da braucht man gar nicht mehr viel zu machen, bevor man anfangen kann. Auf dem Cover ein bisschen Blattgold und darauf ein Totenkopfhalter. Passt schön zusammen farblich. Auf der ersten Doppelseite sehen wir nochmal die Einleitung für die Musikperlen. Da habe ich eine freundliche Eidechse drüber geklebt. Aus einem Verlagsprospekt, schwieriges Wort. Damit die beiden Seiten optisch ein bisschen verbunden werden, habe ich hier den Eidechsenschwanz noch verlängert. Und auf dieser Seite, wo noch der Stempel vom katholischen Arbeiterinnenverein Neustadt im Schwarzwald drin ist, habe ich eine kleine Maskenballgesellschaft aus einem alten Buch eingeklebt. Im Hintergrund ein unheimlicher Mönch mit einem Totenkopf. Und dieses kreisförmige Element, was da wieder ganz schön zur Eidechse passt und auch hier irgendwie den Schwung mitnimmt, das habe ich aus einem Buch mit, ja, wie soll ich sagen, ein Buch über Zauberei sozusagen, nicht? Also über die historischen Hintergründe kopiert auf durchsichtiges Papier und hier eingeklebt. Auf der zweiten Doppelseite im Hintergrund ein bisschen geschriebener Text, schön in schwarzer Tinte. Links wieder eine Dame aus einem alten Buch, weil hier so ein violetter Stempel war. Habe ich mich für diesen Schmetterling entschieden. Den schaut die Dame an. Und ebenfalls schaut ihn dieser Rabenvogel an. Diese Blume habe ich auch noch ein kleines bisschen violett eingearbeitet, um das nochmal optisch aufzugreifen. Auf der nächsten Doppelseite habe ich die Noten im Hintergrund mit einer selbstgebastelten Baumschablone ausstaffiert. Das gibt so einen Winterwald-Effekt. Darauf habe ich aufgeklebt eine Schlange. Die ist nicht alt, die habe ich im Internet irgendwo geklaut und ausgedruckt. Hier wieder ein bisschen was Zauberisches, Geheimnisvolles. Auch das hier sind magische Zeichen. Und hier drei Herren, die unter einem Dielenbrett ein Skelett finden. Ich finde dieses gespielte Entsetzen von den beiden ganz großartig. Ich bin mir sicher, dass der Künstler das genauso wollte. Das ist ihm gut gelungen. Auch auf der nächsten Doppelseite haben wir wieder ein Skelett. Der gute Kamerad, das passte ganz gut zu dem Knochenmann, fand ich. Ihn und die Rose links habe ich auch wieder aus dem Internet ausgedruckt und das Papier ein bisschen gealtert, damit es zum Rest passt. Die Eulen und die Schmetterlinge sind aus alten Bestimmungsbüchern ausgeschnitten. Und im Hintergrund noch ein bisschen Buchseiten, um das optisch interessanter zu machen und auch die beiden Seiten wieder zu verbinden. Und das ist auch schon die letzte Doppelseite. Sehr schlicht, ein bisschen trauriger. Eine alte Dame, die hier rüberschaut auf den dunklen Vorhang. Eine Möwe, im Hintergrund eine angedeutete Landschaft. Und hier das Ende von einem
eher traurigen Gedicht. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über Likes und Kommentare. Und ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.